Ja, hallo, hier ist euer Minotaurus. Wir befinden uns hier in meinem Hangar von Star Citizen und schauen uns heute die RSI Aurora LN an. Das ist die Kampfvariante der RSI Aurora. Und ja, ich hatte ja bereits die RSI Aurora MR und die RSI Aurora LX. Und danach habe ich mir noch die RSI, Quatsch, die Mustang Alpha geholt und habe dann jetzt wieder abgegradet auf die RSI Aurora LN. Und ja, was fällt mir vor allem hier gleich auf an der RSI Aurora LN? Und zwar kommt die Aurora LN, und da sie die Kampfvariante ist der Auroras, mit vier Lasern. Nämlich hier oben an den Flügeln haben wir zwei weitere. Die RSI Aurora LX, die kam ja bloß mit zwei Lasern, nämlich hier vorne diese Frontlaser. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Frontlaser hier bei der Aurora LN sich optisch von denen der LX und der MR unterscheiden. Ja, was ganz klar ist, da es ein anderes Lasermodell ist. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich technisch nicht so versiert bin in den Kategorien. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, welcher Laser hier unten dran hängt. Es ist auf jeden Fall ein anderer als bei den anderen Auroras. Und dann kommt die Aurora LN auch noch mit vier Missiles, die wir hier da oben sehen. Die RSI Aurora LX, die Luxus-Variante, die kam ja nur mit zwei Missiles, war aber auf vier Missiles, ist aber auf vier Missiles aufwertbar. Hier haben wir die zwei weiteren Missiles gleich mit dabei. Die RSI Aurora LX kann man auch, wenn man möchte, natürlich hier an den Seiten erweitern. Aber auch hier, wie gesagt, haben wir die zwei weiteren Laser hier auch schon mit dabei. Ja, des Weiteren fällt auf, dass die RSI Aurora LN sich ein wenig optisch unterscheidet. Und zwar kommt die RSI Aurora LN in einem Gelbton. Nicht in einem Rot, so wie die LX, oder in Weiß, wie die R, sondern hier in diesem Gelb. Und ja, hier diese Lüftungsschächte oder, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es sonst nennen soll, die sehen auch anders aus als bei der LX-Variante und bei der MR-Variante. Ansonsten ist die Aurora von außen natürlich noch immer eine Aurora geblieben. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns an, wie die Aurora von innen aussieht. Ja, ich würde euch das Ganze natürlich auch gerne immer irgendwie mit Licht zeigen. Das Problem ist, dass momentan bei mir die Taschenlampe nicht funktioniert. Deswegen muss das jetzt so gehen. Aber ich mach mal einfach. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Landing complete. So, wir fangen hier hinten an. Ich habe die Aurora jetzt mal angemacht, damit wir hier drin ein bisschen Licht haben. Also, wenn wir reinkommen, sieht man eigentlich gleich, dass sich hier drin nicht viel verändert hat oder vielleicht auch gar nichts verändert hat. Wir haben hier unten, das haben wir beim Einsteigen gesehen, haben wir dieses blaue Licht, was jetzt natürlich nicht zu sehen ist, weil ich ja, ja dieses Gesamtlicht angemacht habe hier von der Aurora. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, auf jeden Fall hat sich hier in dem Bereich hier nichts großartig optisch verändert zu der LX-Variante auf jeden Fall. Auch hier im Bettbereich kann man sagen, dass alles noch genauso ist wie bei der LX-Variante auch. Wenn wir uns den Sitz allerdings anschauen, dann fällt auf, dass es hier einen anderen Sitz gibt. Und zwar ist es so eine Mischung aus dem Sitz der RSI Aurora MR und, nee, eigentlich ist es keine Mischung, sondern es ist der Sitz der Aurora MR. Mit dem Unterschied,
dass diese beiden Metallstreben, die wir hier haben, hier und dort, die sind bei der MR-Variante nicht vorhanden. Allerdings gibt es bei der MR auch diese zwei Pipes hier hinten dran. Die gibt es ja bei der LX-Variante nicht. Da in der LX-Variante sie einen Sitz eingebaut haben, der ein bisschen edler aussehen soll, da das ja nun mal die Luxus-Variante ist. Hier haben wir halt diesen ja, metallischen, rustikaleren Look, der natürlich zu einer Kampfvariante der Aurora besser passt. Wenn wir uns hier hinsetzen, uns hier reinsetzen, aufsetzen, wie auch immer, dann haben wir gerade am Vorbeigehen gesehen, dass wir hier so. Landing complete. Take off complete. Ja, das ist Landing Bug complete. von dem neuen. Take off complete. Landing complete. Von dem neuen Update von Star Citizen. Wenn man hier den. Ja, dieses Raumschiff anmacht, dass er die ganze Zeit. Ja, sich wiederholt. So, aber es geht hier, glaube ich, auch ohne Licht. Also, was wir hier sehen, sind auf jeden Fall, dass der Sitz hier so diese leichte Nähte hat, die wir erkennen können. Und ansonsten hier eine andere Musterung hat als die LX-Variante. Der Sitz gefällt mir persönlich in der LX-Variante von vorne, also bisschen besser. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass man den Sitz natürlich eigentlich so gut wie nie sieht. Was bleibt noch zu sagen? Ansonsten im Cockpit selbst hat sich eigentlich nichts verändert. Die Stange hier oben, die finden wir auch überall, diese Halterungsstange, die finden wir auch in den anderen Auroras. Und auch ansonsten hat sich hier in diesem Bereich nichts verändert. Die Monitore sind die gleichen, die Griffe sind, soweit ich sehen kann, auch die gleichen. Ja. Genau, das deswegen fällt mir hier jetzt nichts weiter auf, was ich euch. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Was ich euch an Unterschieden irgendwie hier präsentieren könnte. Zusammengefasst könnte ich hier deswegen einfach sagen, ja, dass der einzige Unterschied der RSI Aurora LN ist vom optischen Bereich her sozusagen der Sitz, dann die beiden Laser, die wir hier unten haben, dann, dass sie in diesem Gelb daherkommt. Und dass diese Antriebe hier an der Seite halt eine leicht andere Form haben. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz. Wir gehen einfach mal ganz kurz. Nein, nicht dahin. Mit der Aurora ins Weltall. Und lassen Sie ganz kurz starten und fliegen einfach mal ganz kurz und dann schauen wir sie uns im Weltall noch mal kurz an. Ja, und da sind wir auch schon hier auf Ulysar. Und hier steht auch schon unsere erste Aurora LN. Und ich steige dann mal hier ein. So, dann starten wir das Baby mal. Power on. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Landing complete. Take off complete. Landing complete. Take off complete. Ja, wie ihr seht, Landing complete. Engines are on. auch hier haben wir dieses Problem. So, das Problem, dass er die ganze Zeit
zwischen Landen und Start wechselt, die Information wechselt. Also unser Bordcomputer. So. Ja, hier sehen wir es ja dann jetzt auch schon. Die gelbe Lackierung. Dann holen wir mal das Fahrwerk ein. Ja, ich habe hier momentan, wie ihr seht, ein bisschen Performance-Schwierigkeiten. Was nicht an meinem Rechner liegt, sondern an dem noch etwas zickigen, noch an der etwas zickigen 3.1-Version hier. So, dann gucken wir noch mal. Ja, ich drehe die Aurora mal hier so ein bisschen ins Licht. So, jetzt sehen wir es sehr gut. Die gelbe Lackierung, ich persönlich finde sie ja eigentlich ganz schick. Obwohl mir die rote von der LX, glaube ich, noch ein bisschen besser gefällt. Ansonsten finde ich die beiden Laser in den Flügeln auch ziemlich sexy, gefallen mir auch sehr gut. Und der größere Missilturm natürlich selbstverständlich auch. Ich feier mal kurz. Ja, ich feuer mal kurz die Laser ab, wollte ich sagen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Ich bin auch gerade überrascht über die Feuereffekte, die vorne aus den Lasern rauskommen. Habe ich so bisher, ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ja? Sieht schon ziemlich cool aus. Ich will gerade mal gucken, ob sich das irgendwie im Glas widerspiegelt auch, wenn ich schieße. Nee, kann man nichts erkennen. Ja, tut mir leid, das ist für euch natürlich ein bisschen nervig, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit dem Laser rumballer. Ja, wir haben hier anscheinend wirklich gerade eine nicht so guten Server erwischt. Da es doch sehr ruckelt. So, jetzt drehen wir die Aurora mal auf den Bauch, was ihr uns hier auch nochmal angucken könnt. Hier sieht sie halt auch genauso aus wie die anderen, bis auf der gelben Lackierung. Hier unten sehen wir sehr schön in der Mitte den Cargo Holder, damit wir ja mehr Fracht transportieren können. Und ansonsten sehe ich jetzt nichts, was ich euch noch zeigen könnte. Ich steige natürlich auch hier in diesem Video kurz aus der Aurora aus. Und dann fliegen wir einmal draußen rum und dann war es das auch schon hier. So, ja, ich gehe mal hier irgendwie nach innen. Was ist los? So, in die Innensicht. Wir wollen aussteigen, bitte. Fliegt die Aurora jetzt noch? Nein, ne? Das wäre nämlich schlecht. Oh doch, die Aurora. Ne, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich hatte jetzt Angst, dass die Triebwerke noch an sind. Die Aurora jetzt ohne uns weiterfliegt.
ich habe es jetzt nicht optimal ins Licht gedreht, aber ich denke, das reicht, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen. Jetzt entferne ich mich etwas zu weit. Ja, und mit diesen wunderschönen Bildern verlasse ich euch hiermit auch. Ich persönlich sage abschließend nur, also wer Bock hat, ja, mal so ein bisschen in Kämpfe zu gehen, der kann das auf jeden Fall mit der Aurora LN mittlerweile ganz gut tun. Also ich habe das schon probiert. Ich habe hier so gegen die Piraten hier im Spiel, habe ich auf jeden Fall die Fights immer gewonnen. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Kämpfe jetzt hier noch nicht so schwer sind. Man muss allerdings dazu sagen, dass es ziemlich lange dauert, bis man einen Gegner die Schilder runtergeschossen hat. Und bis man ihn zerstört hat. Aber auf jeden Fall hat es geklappt. Es ging ganz gut und hat auch Spaß gemacht, ja. Ob ihr jetzt sagt, ob es sich lohnt, von der Aurora MR oder LX oder wie auch immer auf die LN umzusteigen, das muss jeder tatsächlich für sich selbst entscheiden, da man ja im Augenblick, oder jedenfalls ist es bei mir so, ich persönlich, ich fliege eigentlich immer nur so ein bisschen durchs Star Citizen-Universum und schaue mir alles an. Also ich betreibe hier noch keinen großen Handel und auch ansonsten mache ich jetzt hier keine großen Weltraumkämpfe. Ja, daher ist bei mir der einzige Grund, warum ich mir ab und zu mal ein neues Raumschiff besorge, der, dass ich Lust habe, ja, mir mal einfach ein anderes Raumschiff anzugucken und vor allem natürlich auch, um euch andere Raumschiffe zu zeigen. Für das Spiel selbst ist es momentan nicht so wichtig, mit welchem Raumschiff man jetzt hier durchs Universum streift. Ja, ich lege mich hier in mein Bett und ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn wir auf die ja, auf die nächste Update-Stufe in Star Citizen updaten. Und ich euch dann zu einem neuen Raumschiff-Check begrüßen darf. Ich wünsche euch noch alles Gute und viel Spaß bei Star Citizen. Euer Minotaurs. Bye-bye.